Hallo Freunde des Lichts. Ein immer wieder beliebtes Thema unter den Imkern und Bienenbesitzern ist Smoker-Tabak. Deswegen dachte ich, beleuchte ich mal dieses Thema ein bisschen näher, weil es gibt natürlich da schon ganz, ganz gewaltige Unterschiede. Kommt immer darauf an, wie lange ich an den Bienen arbeiten möchte oder arbeiten muss. Wenn das nur ein kurzer Abschnitt ist. Ja, also gut, smoken ist in der Regel fast, das sagen wir mal, zu 95% oder 98% eine gute Idee an den Bienen. Aber muss ich denn gleich eine ganze Smokerkanne voll machen, wenn ich ein oder zwei Völker durchsehen will? Was macht da Sinn? Je nach Smokerfüllung würde diese Füllung 2 Stunden, 3 Stunden halten. Bin ich aber nur an 2 Völkern, was soll ich dann mit einer Smokerfüllung, die 3 Stunden hält? Die muss ich immer wieder ausmachen, also löschen lassen, um wieder neu zu starten. Dann in dem ganzen Asche-Klumpatsch drin rumzurühren. Macht auch keinen Sinn. Macht wirklich keinen Sinn. Vielleicht gibt es ja auch gar nicht den idealen Smoker-Tabak. Die Frage dürft ihr euch gerne selbst beantworten. Ich habe jetzt nur in diesem Video mal ein bisschen was gegenübergestellt, damit ihr euch mal ein Bild machen könnt über das Ganze. Manche Leute verwenden ja nur oder fast nur Eierkartons. Eierkartons haben ihre Berechtigung. Aber da erzähle ich noch was dazu. Manche gehen in den Laden und kaufen sich Kleintiereinstreu, also für Haseneinstreu etc. Meerschweinchen, was man halt so hat, und zünden das an. Puh, okay. Ist natürlich der bequemste Weg, aber auch der teuerste Weg. Nee, geht noch teurer. Manche kaufen Smoker-Tabak. Das sind die ganz besonderen Imker und Bienenbesitzer. Aber ist auch okay. Ist auch okay. Nicht drüber lachen. Bitte nicht drüber lachen. Das ist jetzt ein ernstes Thema. Und da gibt es wieder die anderen Bienenbesitzer und Imker, die totes Holz aus dem Wald suchen, sammeln und das dann in den Smoker reintun, weil es halt eben auch gut glimmt. Manche Leute nehmen dann nur kleine Holzstücke, einfach nur trockenes Material, auch so große Dinge. So große Teile, okay. Klimmt auch, wenn man immer dafür sorgt, dass genug Sauerstoff beikommt. Das läuft natürlich, dann läuft der Smoker natürlich nicht von ganz alleine. Das heißt, man muss da immer wieder zwischendurch Gas geben. Aber es ist einfach nur solche Holzstücke. Auch das geht. Besser ist es aber in dem Fall, wenn man ein bisschen Kleinmaterial dabei hat. Also nicht nur die großen Stücke, sondern auch so ein bisschen Kleinzeug. Sonst, wenn man den Smoker hinstellt, dann kann es sein, dass er innerhalb von 20 Minuten wieder aus ist, wenn man gerade mal nicht einsetzen kann. Also ist durchaus auch möglich, solche Teile reinzugeben. Sie müssen trocken sein, sehr trocken, keine Frage. Es darf natürlich kein Holz sein vom letzten Jahr. Es muss extrem trocken sein und dann noch ordentlich Kleinmaterial mit dabei. Geht auch. Ganz kurz muss ich da mal ein bisschen zur Seite schwenken. Solche Gärten, die sind Gott sei Dank nach dem neuen Naturschutzgesetz verboten. Und die werden auch in Zukunft, so wie ich das vermute, mit Strafe belegt werden. Das ist in Ordnung. Manchmal wissen das die Leute einfach gar nicht. Aber so ein Forsythienstrauch nutzt der Natur 0,00000%. Gar nichts. Die Leute denken sich einfach, ja, sieht schön aus, wollen wir ein bisschen den Garten verschönern, rein optisch. Eine Forsythie ist halt, die blüht früh im Jahr, schön gelb. Okay, da denkt man halt nicht drüber nach, bringt sie überhaupt was? Das ist einfach auch ein Problem, was man oftmals hat als Normalbürger. Wo soll man die Informationen herbekommen, was sinnvoll ist für die Natur? Ich meine, die Leute sind immer mehr auf Natur und auf Natur. Natur unterstützen, Natur helfen. Das ist schon mal ein ganz guter Weg. Es gibt aber auch, und das zeige ich euch, gibt aber auch
Genau, im gleichen Garten, muss man sagen, gibt es auch Frühblüher. Und die kann man genauso gut einsetzen. Ich fahre recht gut mit Stauden, die ich zerkleinert habe. Stauden sind gratis, die findest du überall in der Natur und kostet nichts. Bei Totholz im Wald zu suchen, da hast du oftmals noch das Problem, da ist noch viel Feuchtigkeit, je nachdem dabei. Hat nicht jeder die Muße, im Wald rumzulaufen und nach halb vergammeltem Holz zu suchen. Aber Stauden, die stehen überall rum. Die Stauden lasse ich durch den Häcksler und fülle mir dann so eine Kiste. Hier hat sich jetzt auch noch ein Bienchen schön breit gemacht drauf, hat sich bequem gemacht. Ja, okay, und tschüss. Weiterarbeiten. Dieses Material ist perfekt in meinen Augen. Und ich kann euch auch sagen, warum ich persönlich das als ziemlich perfekt oder als perfekt betrachte. Es beißt nicht in den Augen. Seltsamerweise, alle anderen Arten von Smoker-Material beißen in den Augen des Imkers oder des Bienenbesitzers, beißen in der Nase. Dieses Zeug kein bisschen. Ist ein relativ angenehmer Rauch. Na gut, okay, Rauch ist halt immer Rauch. Aber es ist nicht so, dass man jetzt zum Beispiel die Luft anhält, wenn man zufällig mal so in eine Wolke von dem Rauch hier reingekommen ist. Und der Smoker brennt ohne Unterbruch, ohne dass er jetzt mal zwischendrin ausgeht. Wenn ich den Smoker zur Hälfte fülle, brennt das Teil eine ganze Stunde lang durch. Auch wenn ich ihn beiseite stelle und pumpt nicht mehr, er brennt eine Stunde lang durch. Wenn ich ihn ganz fülle, logischerweise 2 Stunden. Zum Anzünden, klar, also mache ich auch, wenn ich jetzt zufällig mal keine Eierkartons dabei habe, was ich normalerweise immer habe. Aber ihr wisst ja, Teufel ist ein Eichhörnchen. Wenn ich zufällig mal keine Eierkartons dabei habe, dann kann ich dieses Material locker mit meinem Gasbrenner auch direkt anzünden. Da ist kein Unterschied dabei. Ich nehme halt gern diese Eierkartons zum Anzünden. Es ist bequem. Sie brennen ein bisschen schneller oder sie glühen ein bisschen schneller, als wenn ich dieses Material jetzt hier anzünden muss mit dem Smoke, also mit dem Gasbrenner. Und dann, sobald die Eierkartons ein bisschen Feuer gefangen haben, so ein bisschen anfangen zu glimmen und zu rauchen, nehme ich eine Handvoll hiervon, schmeiße es drauf, Deckel zu und vergiss das Ganze für mindestens eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde. Smoker-Tabak ist also immer so eine Abwägungssache. Gut, es gibt jetzt auch Imker, die gegen den beißenden Geruch von anderen Smoker-Tabakarten oder Füllungsarten vorgehen wollen. Die machen dann, wie Schorsch zum Beispiel, machen die ein bisschen Propolis mit rein. Das ist auch eine ganz feine Sache. Ich schwöre, das beißt weder in Augen noch in Nase, dieser Rauch. Der ist sogar schon fast angenehm zu riechen. Ja. Andere sagen wieder, ich will mein Propolis für mich verwenden, ich will es dann auch verkaufen. Ich mache das nicht in den Smoker rein. Ja, kann jeder halten, wie er will. Mit dieser Art Smokerfüllung, mit dieser Art Smoker-Tabak braucht man kein Propolis reingeben, damit es nicht mehr so beißt. Frieda, gib Ruhe. Weil dieser Smoker-Tabak raucht, natürlich raucht er. Dieser Smoker-Tabak beißt nicht. Die richtige Jahreszeit, das zu ernten, ist dann, wenn die Natur das eh schon total getrocknet hat. Dieses Zeug ernte ich so im Februar, etwa im Februar, nachdem es mindestens eine Woche lang nicht geregnet hat, weil das Zeug steht senkrecht. Also wenn es liegt, auf dem Boden liegt, das könnt ihr liegen lassen. Aber ihr seht überall auf den Feldern oder auf den unbewirtschafteten Landflächen,
seht ihr immer mal wieder so ein Feld, wo nur die Stauden stehen. Da stehen die einfach, die Stauden, die sind schon richtig schön durchgetrocknet. Ob das jetzt Beifuß ist, Solidago oder sonst irgendwas. Gut, ich versuche natürlich schon, die Disteln ein bisschen rauszukristallisieren. Mit Disteln greift man da nicht so einfach rein. Auch beim Ausrupfen, beim Sammeln ist ein bisschen unangenehm, außer man hat Handschuhe an. Aber Disteln will ich alleine schon hier nicht mit reintun, weil wenn ich meinen Smoker fülle, dann will ich nicht unbedingt Handschuhe anziehen müssen, sondern ich greife da rein und haue das Zeug in den Smoker. Passt, ohne dass ich die verstochene Hände habe von Disteln. Und in dieser Jahreszeit sind dann diese Stauden, die da stehen, senkrecht stehen, sowas von trocken. Da könnt ihr hingehen und wenn die knacken, dann sind sie genau richtig. Schauen wir uns mal an. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel so einen Kandidaten, das ist eine Staude. Dann versuche ich mal. Ja, knackt, ist richtig. Und nochmal, jawohl, ist auch richtig. Ich gehe jetzt zum Beispiel hin und gebe diese Stauden dann durch den Häcksler. So ein Gartenhäcksler. Aber muss er nicht unbedingt sein. Wenn ihr keinen Häcksler habt, es reicht schon, wenn ihr die etwa in so große Stücke brecht. Es reicht vollkommen aus. Beim Anzünden ist es natürlich, wenn man dann nur größere Stücke hat, ist es vielleicht sinnvoller. Ich gehe hin und mache dann wirklich so, wie ich sowieso mache. Am Anfang erstmal ein bisschen dieses Material. Also es unterscheidet sich nicht sehr viel von dem Material hier. Ich habe da noch ein bisschen was gesammelt. Hier zum Beispiel das Material so gebrochen, reicht vollkommen aus. Das raucht und raucht und raucht und hört nicht mehr auf, bis es fast so gut wie verglüht ist. Es kostet natürlich ein bisschen Arbeit. Okay, so ein Beutel Kleintiereinstreu zu kaufen, kostet ein bisschen Geld. Fast keine Arbeit. Außer hinfahren in die Zuhandlung oder Tierhandlung und das Zeug nach Hause schleifen. Wenn du das gerne machen lassen möchtest von anderen Leuten, deinen Smoker-Tabak machen lassen möchtest, klar. La coste die Welt. Kostet ja alles nichts. Komm, geh raus, bevor ich den Deckel drauf mache. Muss jetzt aufpassen. Will nicht, dass sich hier ein Bienchen aus Versehen rein verirrt. Ich mache dann den Deckel drauf. So. Besser. Und so eine Kiste, die reicht. Auch wenn du viele Völker zu versorgen hast, wirklich viele Völker, die Kiste reicht auf jeden Fall ein Jahr garantiert. Aber kommen wir doch zu guter Letzt noch zum Anzünder. Meiner Meinung nach gehört in die Hosentasche eines jeden Mannes unter anderem ein Feuerzeug. Man sieht die Flamme nicht, ist zu hell. Aber ebenso meiner Meinung nach ist es nur suboptimal geeignet, den Smoker anzuzünden. Das als Bailout mit dabei zu haben, wenn die primäre Anzündquelle zickt oder nicht funktioniert, okay, in Ordnung. Aber oftmals, wenn man am Bienenstand ist, dann ist es doch nicht so wie jetzt, schön sonnig, fast windstill, sondern da geht da mal ein Wind, dann regnet es und alles Mögliche. Und dann ist so ein Flämmchen, so ein Mini-Flämmchen, nicht sehr gut geeignet als Anzünder, um irgendwelche Dinge zum Brennen zu motivieren. Da gibt es bessere Lösungen, zeige ich euch mal. Da gehen wir an die Bienenkiste ran. Ich habe hier in meiner Bienenkiste habe ich meinen
Gasanzünder. Den habe ich, glaube ich, schon mal irgendwie ein bisschen näher vorgestellt. Der ist mit Piezo-Zündung, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, Piezo-Zündung. Einfach der Bequemlichkeit halber. Es gibt die Dinger, ich glaube, die kosten, das ist ein billiges, ich glaube, die kosten, müsst mich täuschen, 23 Euro oder irgend sowas. Die ohne Piezo-Zünder, die kosten, meine ich, 17 Euro. Das sind 6, 7 Euro oder 5 Euro, keine Ahnung, was diese Piezo-Zündung mehr ausmacht, aber so viel an Komfort bringt. Da haben wir auch den Smoker-Tabak. Und da gehen wir direkt mal an den Smoker ran. Den haben wir hier. So, machen wir mal ein kleines Feuerchen. Kiste. Bekannt, Smoker, bekannt, Brenner, jetzt auch bekannt, spätestens jetzt. Ich habe natürlich in meinem Smoker schon immer gleich vorbereitet. Ich bin gern vorbereitet. Ist halt so Prepper halt, ja. Jetzt nehme ich mal die Kartons wieder raus. Will euch ja was Bestimmtes zeigen. Komm raus. Ich habe mal, konnte mal bisher noch nicht, also ich kann noch nicht dazu, war zu faul, okay, ja. So eine schöne Dose hier reingemacht, wie es der Josef gezeigt hat von BeLife in seinem Video. Finde ich eine ganz tolle Idee. Könnt ihr mal anschauen, den Kanal von Josef. Ich will jetzt einfach mal ein bisschen was hier reintun und nur so, wie ich gesagt habe, nur so anzünden. Reicht schon. Einfach nur ein bisschen was. Sieht man ein bisschen schlecht, die Sonne ist hell. Oh, man sieht es gar nicht, oder? Also ganz kurz, nur ein bisschen die Flamme dran gehalten. Aber es ist schon sehr wichtig, ein richtiges Gerät zu haben, also nicht nur ein Feuerzeug. Gut, da gibt es auch diese kleinen Dinger da, diese um zum Beispiel Creme Brûlée zu machen in der Küche. In mancher Küche findet man sie. Das ist wie so eine Art Gasbrenner. Man sieht also, er läuft problemlos. Wie so eine Art kleiner Gasbrenner, so eine kleine Gasflasche, nachfüllbar auch. Mit einer ziemlich scharfen Flamme, wie so ein kleiner Schweißbrenner. Das geht auch. Klar, ist auch windstabil. Meiner Meinung nach ist es halt eben, wie ich gesagt habe, wichtig, eine Piezo-Zündung zu haben. Weil wenn du dann erst wieder Gas aufdrehen musst und mit dem Gasfeuerzeug dann anmachen musst, das ist ein totaler Schwachsinn. Wenn ihr so ein Ding habt, schmeißt es weg oder lasst es als Reserve von mir aus in der Werkstatt, wenn ihr es unbedingt haben wollt. Das hier gehört mit an Bienenstand. Auch so ganz kleine Brennerchen, so Handbrennerchen, ja auch, muss man halt öfters nachfüllen. Das ist hier die allergünstigste Lösung, meine ich, weil hier sind diese Einwegkartuschen drin, diese Stechkartuschen, und die kosten... Was kosten so Stechkartuschen? 1 Euro oder was? Keine Ahnung. Vor allen Dingen, die hält ja ewig. Ewig. Also, sehr, sehr günstig. Wirtschaftlich, top. Ich kann natürlich auch was anderes verwenden. Ich mache den jetzt mal wieder aus. Da muss es nicht die ganze Zeit am Laufen sein. Den Rest lasse ich einfach drin. Und zünde den dann wieder an. Wenn ich an die Bienen gehe, nachher gehe ich eh an die Bienen, dann passt es schon ganz gut. Ich kann auch noch was anderes verwenden. Ich könnte auch in
einen Gasbrenner von meinem Oxinator verwenden. Von meinem Oxalsäureverdampfer. Auch der geht. Aber hier sind die Gaskartuschen doch ein bisschen teurer als diese Stechkartuschen. Und deswegen, warum soll ich? Und dann ist der noch viel länger, also unkompakter, also unpraktischer mitzunehmen aufgrund der Länge. Der kleine, kurze Gasbrenner, den ich habe, der passt prima in meine Imkerkiste rein. Wunderbar. Jetzt habe ich mal eine kurze Zeit gewartet. Das Moger ist wieder aus. Ich hoffe, er ist ganz aus. Mal schauen. Ne, da räuchelt es immer noch ein bisschen. Ich warte noch einen kleinen Augenblick, dann schalte ich euch wieder dazu. Das ist eine ganz schöne Zeit lang vergangen. Jetzt mal schauen. Ja, jetzt raucht nichts mehr. So schnell ist er wieder in Betrieb genommen. Finde ich sehr praktisch und sehr nützlich. Wie gesagt, es ist kein beißender Rauch. Rauch einzuatmen ist nie eine gute Idee, also sollte man schon, wenn möglich, nicht tun. Weil es sind immer kleine Partikel, die man dann in der Lunge hat. Aber wenn man es dann mal aus Versehen einatmet, ist es nicht so, dass man gleich halb blind ist, weil es so in den Augen beißt, sondern man kann es überstehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich auch freuen, ganz klar. Aber ihr wisst ja, ich sollte es mit den Bienen eigentlich gar nicht machen, weil bei mir sterben die Bienen alle. In dem Sinn würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht wieder beim nächsten Bienenvideo. Mm-hmm.